Mahlzeit. Ja, ich habe schon mal das Kamerastativ aufgebaut gehabt für ein vorangegangenes Video und da wollte ich die Gelegenheit einfach mal nutzen, ein anderes Messer vorzustellen. Das ist das Stedman Bastion oder Bastion oder wie auch immer. Das ist das neue Messer von Stedman. Das Messer stammt aus einem Passaround, was wieder einmal der liebe Miro auf die Beine gestellt hat. Er hat ja super Connections in den Osten und finde ich halt wieder immer wieder cool, dass er sich die Arbeit macht und ja, dafür sorgt, dass wir unterschiedliche Messer hier rüberkriegen, die wir testen dürfen. Danke nochmal, Miro. Und auch natürlich danke, dass ich mit dem Passaround dabei sein darf. Ja. Ich habe das Messer jetzt seit knapp einer Woche bei mir. Ich habe mir so meine Gedanken dazu gemacht. Ich habe mir das genau so angeguckt. Und genau diese Sachen möchte ich mit euch jetzt besprechen. Beziehungsweise ich möchte darüber reden. Und ja, alles andere können wir gerne über die Kommentare machen, falls ihr da Fragen oder so habt. Ja, vielleicht ganz kurz die technischen Daten. Ja, wir haben hier ein Full Titan Framelock Messer mit Flipper, einem 3D Clip, Steel Insert, ansonsten S35VN Klinge, Carbon Einlage. Ja. Die Front beinhaltet zwei solcher Einfräsungen, eine Mulde, einem Inlay oder Onlay Carbon, zwei bzw. eine Achsschraube beidseitig, die customized sind. Hier haben wir einen Clip, der nicht versetzbar ist, einem Titan Backspacer mit integriertem Lanyardloch. Ein Flipper, das auf Kugellager läuft. Auf Keramikkugellager in dem Fall sogar. Sehr cool. Einer Darkwash unterzogenen Klinge. Flach geschliffen. Sehr hochbauend. Logo auf der Front, Bezeichnung auf der Rückseite. Ja, was soll ich sagen? Also rein verarbeitungstechnisch weiß man mittlerweile, dass die Chinesen wirklich genialste Arbeit abliefern. So auch dieses Messer. Verarbeitungstechnisch ist das Messer auf sehr, sehr hohem Niveau. Da gibt es nur wenige Punkte, die mich stören. Da kommen wir gleich dazu, wie zu allem anderen auch. Ich wollte jetzt nur allgemeine Sachen aufzeigen. Ja, Verarbeitung wirklich alles sehr schön. Alle Ecken sind angefasst. Hier Lockbar Cutout ist angefasst. Finde ich wirklich sehr schön. Nur an wenigen Stellen sieht man einige Verarbeitungsspuren vom Fräsen da. Zum Beispiel an der Ausfräse, an der großen Phase da drin. Diese Wellen, das sind Rattermarken von Fräsen. Hier an dieser großen Phase ist ein bisschen was zu sehen. Und da ist ein bisschen was zu sehen. Aber das hat man auch bei den ganz teuren Messern. Also deswegen ist das wirklich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Wie gesagt, das ist schon verarbeitungstechnisch hervorragend, kann man schon sagen. Nicht 100% perfekt, wie man gesehen hatte, aber wirklich sehr, sehr hoch. Da haben Messer in anderen Preisbereichen eine Scheibe abzuschneiden. Da kann man hier nichts meckern. Ja, kommen wir zu den Sachen, die ich selber bewerte. Das ist natürlich meine Meinung, auf jeden Fall. Was ich nicht so schön finde, sind einfach hier diese Fräsungen. Die hätten die ein bisschen einfach anders machen können. Die haben diese große Fläche einfach gewollt, irgendwie zu füllen. Und da haben die einfach diese zwei Langlöcher gemacht. Diese Mulde hier, die ist in Ordnung. Die verbessert den Griff, sollte ja sein. Ja, zu dem Inlay möchte ich einfach was sagen, und zwar, das ist aus Carbon, das wurde so ein bisschen längs gefräst
Und gerade diese Mischung aus zwei Sachen finde ich nicht so schön. Weil Carbon hat ja schon bereits eine sehr schöne eigene Struktur. Finde ich immer sehr schön, gerade wenn es so gewölbt ist wie hier bei diesem, wie bei dieser Einlage. Da hätte mir persönlich noch mehr gefallen, wenn diese Fräsungen nicht da wären, sondern einfach nur plan glatt. Das würde natürlich nicht so griffig sein, aber die Griffigkeit hier in dem Bereich kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Oder einfach Fräsung bei G10. Ja, das wäre einfach schön. Das ist einfach, wie soll ich sagen, so eine Mischung. Man kriegt weder das eine noch das andere mit. Jetzt über die Kamera sieht das zwar schön aus, weil die Kamera da doch empfindlicher ist, will ich jetzt mal sagen. In echt sieht man die schöne Struktur vom Carbon nicht so gut wie hier. Finde ich ein bisschen schade. Die Schrauben finde ich sehr schön. Die sind sauberst eingesenkt. Überall. Ja, bis auf die, aber das sind ja andere Schrauben. Die Achsschraube, die ist natürlich optisch ja, bisschen customized, aber eben nichts so, was mich vom Hocker haut. Da gibt es andere Achsschrauben, aber das sind dann auch Messer, die schon deutlich teurer sind. Sehr schön finde ich übrigens hier diese integrierte Lanyard-Hülse oder Lanyard-Bohrung. Ich trage generell keine Lanyards an meinen Messern, gerade bei größeren nicht. Kleine habe ich ja mittlerweile nicht, kaum noch. Und da finde ich einfach diese Lösung schöner. Da ist keine Bohrung mittendrin, sondern wirklich irgendwo in der Ecke. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, Backspacer, der ist halt aus Titan, massiv, recht lang gehalten. Finde ich schön, die langgehenden finde ich wirklich toll. Die ganz kurz hier hinten angeschraubt sind, finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich. Also ich mag Backspacer, gerade wenn die langgezogen sind, auf jeden Fall mehr. Schön ist, dass es ziemlich bündig ist. Ja, das Jimping ist zwar eingebettet, also steht keineswegs hervor. Fühlt sich so schön an, aber für den Griff nicht unbedingt notwendig. Also wirklich sehr, sehr sauber. Rückseite habe ich schon gesagt, lockbarer Cutout ist wirklich sauber verarbeitet, entgratet. Ja, die zwei Schrauben deuten auf eine Einlage hin, der als Lock-Interface oder ja, Interface dient. Der ist aus Stahl. Ja, das ist natürlich Mode. Gut eingestellte Frame-Locks sind zwar eigentlich auch ausreichend, aber das ist halt eben, wie gesagt, Mode. Und es ist immer wieder von vielen gern gesehen, auch bei mir, wenn da eben so eine gehärtete Stahleinlage ist. Und ist auf jeden Fall cool. Was ich aber hier ein bisschen schade finde, ist, die ist in so einem Absatz eingelegt, eingeschraubt. Das ist erst einmal gut. Das Problem ist aber, es kann sein, ich weiß nicht, wie das bei diesem Messer sein wird, durch die Nutzung, dass der Lock wandert. Und irgendwann kann es sein, dass der Lock wandern möchte, aber hier wir mit dem Titan an die Seite der Klingenwurzel kommen, so dass der Lock einfach nicht mehr wandern kann. Und deswegen entsteht Luft zwischen der Klingenwurzel und dem Stahlinlay und man hat Spiel hoch und runter. Und das ist sehr ärgerlich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich habe das wirklich bei einem Shirogorov auch schon gehabt, wo das der Fall ist. Das ist nämlich beim Shiro genauso der Fall, dass man da eine Stahleinlage irgendwo in den Absatz aufgebracht hat und das Titan geht einfach weiter. Und da hatte ich wirklich bei einem Shirogorov gesehen, gespürt, dass es halt Klingenspiel ist, einfach aus dem Grund, weil der Lock möchte wandern, kann aber nicht, weil der irgendwie mit der Seite an die Klingenwurzel dran kommt. Und mir ist das halt optisch schon sofort aufgefallen, hatte dem Besitzer gesagt, pass mal auf, das kann nur Klingenspiel sein, hat er gesagt, nee, aber das war dann am Ende wirklich so. Ich wollte sein Messer keineswegs schlecht reden, Shirogorov sind klasse Messer, auf jeden Fall. Und das ist halt eben nur irgendwo eine Schwachstelle, wo ich sage, wenn man seine Messer hart used, dann wird das früher oder später kommen. Was natürlich machbar ist, vielleicht die Schrauben lösen, Insert rausnehmen, da das Titan anfeilen, sodass es wirklich tiefer liegt. Und dann wäre die Sache vielleicht gegessen. Ja, dann der Clip. Der ist nicht versetzbar, ist in Ordnung.
Das Design kommt ja einem bekannt vor. Ich habe ebenfalls ein Messer, wo so ein Clip angebracht ist. Das ist das Microtech Annex Marfion Custom. Original kommt ja dieser Clip-Design von Todd Beck, von seinem Bodegas. Ich weiß von diesem Messer hier, dass Tony Marfion die Erlaubnis hat von Tony Beck, diese Clip so anzubringen. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist. Da muss jeder selber entscheiden. Ich bin so ein Mensch, der sagt manchmal, boah, ist das scheiße, ne? Sollen die eigenen Ideen machen, aber manchmal sage ich auch, ja gut, so schlimm ist das auch nicht. Also bitte selber da eine eigene Meinung bilden. Was ich aber noch zum Clip sagen möchte, der ist mit einer Schraube befestigt. Ich weiß nicht, ob wir da einen Verdrehschutz haben. Müssten wir ja, ich schätze mal, ist eine Verstiftung von unten. Und die andere Sache ist, das ist ein 3D Pocket Clip, die liegen in der Hand in der Regel sehr gut, so auch dieses hier. Das Problem bei 3D Clips insgesamt, bei Customs, bei Serienfertigung wie diese hier, dass die meines Erachtens falsch gefertigt werden. Und zwar, wenn man das jetzt ganz genau nimmt, ist der Clip angeschraubt, das ist in Ordnung, aber die ist schon bereits vorgespannt, das heißt, die verläuft nicht gerade, sondern ein bisschen schräg. Und wenn ich jetzt dieses Messer über die Taschensaum, über den Taschensaum stecken möchte, dann muss ich noch mehr Druck ausüben. Und da ist halt immer wirklich so ein bisschen anstrengend. Einmal anstrengend, aber auch vielleicht denke ich mir, irgendwann erreicht man den Punkt, da ist der Clip hier genau an der Stelle kaputt, abgerissen. Gerade auch wenn ich hier so eine Ecke sehe, ist so eine Art Kerbwirkung, Sollbruchstelle, also das wäre immer natürlich Käse. Da bin ich der Meinung, dass man diese Clips von vornherein einfach so montieren sollte, dass sie im montierten Zustand keine Spannung hier haben, sondern dass sie einfach nur aufliegen. Ja, die Spannung soll erst dann entstehen, wenn ich da was durchschieben möchte. Das ist nicht nur bei dem Messer so, sondern auch beim eben gezeigten Annex der Fall. Hier sogar ein bisschen mehr. Oder das ist einfach nur eine optische Täuschung. Der Clip ist natürlich was kürzer. Also ihr seht, die verläuft ein bisschen steil nach oben. Und ich liebe dieses Messer. Ich trage es auch gerne. Aber das Einstecken in die Tasche ist echt einfach nur nervig. Muss man einfach sagen. Also das ist ein bisschen auch hier so nicht so toll. Ja. Klinge ist mittig, kann man einstellen, so wie man das haben möchte. Die Klingenspitze liegt sehr weit tief, deswegen kann man das sagen, aber die ist schon ziemlich mittig. Der Flipper-Tab, der ist recht groß. Das würde bei einem anderen Messer vielleicht schlecht aussehen, aber da hier das Bastion einfach insgesamt groß ist, ist das voll in Ordnung. Genial, wirklich genial finde ich einfach, wie das gestaltet ist. Es ist ein Messer mit einem sehr starken Detent. Der Miro hat ja ein Video dazu gemacht und der Klaus und der Stefan, wenn ich mich nicht ganz irre. Diese Videos habe ich mir noch nicht angeguckt, um einfach mich nicht beeinflussen zu lassen. Ich weiß aber von Miro, dass es für ihn teilweise schon sehr stark ist, dass er da Schwierigkeiten hatte. Diese Schwierigkeiten habe ich jetzt nicht. Ich habe absolut keine Probleme. Ich weiß aber auch, dass ich da entsprechend anders dran gehen muss, sonst würde ich halt wegrutschen. Obwohl der Detent so stark ist, ist es aber schon sehr angenehm, wie ich finde, weil einfach der Flipper-Tab sehr sauber ausgeführt ist, schön entgratet, aber auch von der Gestaltung her optimal. Ich kann damit stundenlang spielen. Es ist wirklich voll in Ordnung. Also 10 von 10 Punkten oder Sternchen, was Flipper-Tab oder Flippen insgesamt angeht. Es flippt sehr schnell in jeder Position. Es ist nicht auf einem Level wie ein Shiro. Ist auch voll in Ordnung. Das Messer ist grundlegend ganz anders. Aber von der Flipping-Action ist es schon wirklich sehr, sehr gut. Handlage ist gut. Gefällt mir, es ist ein großes Messer. Eine andere Sache habe ich noch, die
ich so als Kritikpunkt ansehe. Und zwar ist das die Klingenbeschichtung. Die Klingenbeschichtung ist mir bereits von dem Quasar oder Quasar bekannt, was von dem Juro war und der mir das hat zukommen lassen für einen Pimp-Job. Und da fand ich das schon ein bisschen so lala. Übrigens hatte ich auch das Deep Sea Monster, glaube ich, hieß das erste Messer von Stedman. Da war auch diese schwarze Klingenbeschichtung, glaube ich. Und die wirkt sehr billig. Ja, das ist so, ja, Farbe drauf gesprüht und dann ganz leichte Stonewash. Finde ich halt wirklich sehr billig. Beschichtete Klingen finde ich insgesamt zwar schön anzusehen, aber kaufen tue ich sie mir nicht, weil ich einfach Angst habe, ja, dass ich da irgendwie Kratzer reinkriege und sowas würde mich halt eben stören. Und aber Fakt ist zum Beispiel, die DLC-Beschichtung von Spyderco ist total genial, oder da gibt es ja noch ein paar andere Beschichtungen, die rein optisch schon, oder wie, so wie sie sich anfühlen, einfach stabiler anfühlen. Die wirken einfach stabiler. Und hier habe ich halt eben dieses Gefühl nicht. Es ist meines Erachtens ja so eine billige Farbe. So sieht zumindest aus. Ja, noch die andere Sache ist, was mir aufgefallen ist, man hat bei so einem Stonewashed Klinge alle Kanten in der Regel weiß, so gleichmäßig, so wie hier zum Beispiel. Man sieht hier am Ansatz oder an dieser Ecke schöne gleichmäßige helle Kante. Komischerweise ist das auf dieser Ecke nicht so. Ich weiß nicht, ob man das über der Kamera schön sehen kann. Auch wenn ich mit dem Finger drüber gehe, habe ich da irgendwie eine Unregelmäßigkeit. Ja, hätte die vielleicht mal mit dem Streifpapier drüber gehen sollen. Das ist aber halt wirklich auch sehr minimal. Mich ärgert einfach nur so ein bisschen die Beschichtung. Ja, ist das Messer jetzt zu empfehlen? Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, verarbeitungstechnisch ist es sehr gut. Es hat seine Stärken, es hat seine Schwächen. Ja, Stärken sind wirklich, oder ist wirklich die Funktion, die Verarbeitung. Nachteil sind halt die Sachen in meinen Augen, die ich angesprochen habe. Ein großer Nachteil ist meines Erachtens auch der Preis. Zuletzt habe ich das Messer gesehen bei Selected Knives. Über 400 Euro, das ist happig. Selbst für 350 Euro finde ich das Messer einfach ein bisschen zu teuer. Aber da muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Ich bezahle ja auch für Customs ein bisschen mehr als 400, 500 Euro. Ist auch bescheuert, ja, aber das ist halt reine Kopfsache. Ich würde mir dieses Messer auch nicht für 200 Euro kaufen, einfach aus dem Grund, weil es mir nicht gefällt. Ja, rein optisch gesehen. Es ist mir zu groß, sehr klobig, eckig. Ich mag Messer, die in der Regel gerundet sind, wenn die so recht groß sind. Es ist schon ja ein massives Stück. Es gibt ja Leute, die auch auf Medford stehen. Tue ich auch nicht. Auch wenn sie 200 Euro wären, würde ich mir die wahrscheinlich nicht kaufen. Also, ja, jedem das seine. Leben und leben lassen. Ich finde halt einfach insgesamt den Preis ein bisschen zu hoch. Da können die ein bisschen runtergehen und hätten die runtergehen können. Ist einfach insgesamt ein großes Messer. Ganz klar, zu groß für mich. Zum Beispiel das NX, das ist vielleicht wenige Millimeter kürzer, aber es ist halt vom Aufbau her, man sieht es hier, auch wenn wir hier eine recht hochgebaute Klinge haben, der Griff ist eben sehr schmal. Ja, die Handlage entsprechend in meinen Augen angenehmer. Zum Beispiel auch das Shirogorov, das ist auch nicht kleiner. Ja, nee, die sind ziemlich gleich lang, aber auch hier einfach viel schlanker, nicht so hoch. Hier ein Svenza, also ist schon ein Monster auf jeden Fall. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ja, eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, ich bin durch. Das Messer wird jetzt im Laufe der nächsten Woche zum Andy kommen. Der wird das auch genauer unter die Lupe nehmen. Jetzt werde ich mir auf jeden Fall die Videos von meinen Vorgängern ansehen und gucken, was die so gesagt haben. Vielleicht ist ja das eine oder andere ähnlich wie ich denke oder halt genau andersrum. Da ist auf jeden Fall dann Diskussionsbedarf. Danke fürs Reinsehen. Bis demnächst. Ciao, ciao.